Neben der Musik male ich auch etwas, also völlig autodidaktisch. Aber die Bilder, die ich male, damit möchte ich Leute ansprechen, anregen. Ja, sicher auch etwas Gesellschaftskritisches. Gerade dieses Bild, das erste, das heißt Verblödung. Warum, wird ersichtlich, wenn man etwas näher guckt. Mit diesem kleinen Zappelfloh zum Beispiel beschäftigen sich auch Erwachsene durchaus und vergeuden ihre Zeit. Ansonsten spricht das Bild sicher für sich, hoffe ich. Ja, in dem zweiten Bild hier habe ich mal so diese Medienlandschaften ein bisschen verarbeitet. Was prasselt so täglich auf uns herein, wenn man diese Kiste anschaltet? Ja, da oben wird es reingesteckt und hier unten erreicht es uns dann. Der Titel: Gefahrgut. Das nächste Bild soll auch etwas aufmerksam machen, dass man nicht alles auf die lange Bank schieben soll. Das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Auch der Bumerang hat hier eine große Bedeutung. Ja, die kleine Elster sicher auch zu erkennen. Was ist wohl in dem Paket? Das ist hier die große Frage. Und hier ist das Bild Apokalypse. Ja, trägt jetzt nicht sehr viel Positives in sich, aber hier auf der Welt ist auch ganz schön was los. Das letzte Bild heißt Masken. Und hier ist so der steinige, schmale, aber wohl einzig gute Weg, der nach oben führt, zu sehen. Der goldene, steinige, schmale Weg. Den sollten wir beschreiten.